Hallo, kennst du das auch? Es ist Winter, es hat Nebel, es drückt und es nimmt einem die ganze Energie. Und bei mir ist es so, dass ich mir zu dem Zeitpunkt die Sonne gar nicht mehr vorstellen kann. Ich vermisse es ja nicht. Es ist einfach nicht mehr da. Und mein Mann, der ist ein Bergmensch, der zieht jetzt an bei den Bergen und er will in die Sonne. Und mir braucht es unglaublich Energie, mich auf das einzulassen. Eben, wie gesagt, ich habe gar nicht das Bedürfnis nach Sonne. Ich bin einfach träge. Und wenn ich dann aber an die Sonne gehe, mit dem Seilbahn raufgehe, und dann ist die Sonne dort, dann ist es wie ein neues Leben. Es ist wie, wow! Es gibt Sonne, es gibt Farbe, es gibt eben wieder Leben. Für mich ist das ein Sinnbild für unsere Beziehung mit Gott. Wenn wir zu weit weg sind von Gott, das ist wie im Nebel innen. Am Anfang vermisst es man vielleicht noch, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Man vermisst es gar nicht mehr, man wird träge. Und man mag sich aber auch nicht mehr aufmachen, um an die Sonne zu gehen. Aber es ist auch wertvoll, wenn man sich selber mal einen Kick geben kann. Oder wenn jemand um einen herum einem den Kick gibt und sagt, komm jetzt mit, jetzt gehen wir wirklich rauf. Und wenn man da oben ist, dann merkt man, was man verpasst hat. Und wie wichtig das es ist, sich wieder zwischendurch an die Sonne zu legen. Über dem Nebelmeer an der Sonne. Jetzt ist wieder Winter. Und nehmen wir doch das gerade als Sinnbild, um uns neu aufmachen und Gott suchen und begegnen. Auf dieser Seite versuche ich dich immer wieder zu ermutigen, auf ganz verschiedene Art und Weise, wie du Gott wieder neu kannst suchen und finden. Wähl doch eine Begegnungsroute, die dir entspricht und nimm dir einfach jeden Tag ein bisschen Zeit, um an die Sonne zu gehen, um Gott zu begegnen. Und zu merken, wie viel mehr Lebensqualität du hast, wenn du die Zeit pflegst und Gott suchst. Ich würde mich mega freuen, wenn du dich auch registrierst für die News. Ich schreibe immer wieder mal etwas. Es ist auch nicht die Idee, dass du alles machst, sondern es soll dich einfach immer wieder ermutigen und dich daran erinnern, gang ein bisschen an die Sonne. Und es muss ja nicht alles für dich sein, dann wähle vielleicht etwas anderes. Oder auch wenn es dir nur einfach Deckung gegeben hat und sagst, mal, ich mache einfach das, was für mich sonst gut funktioniert. Geh immer wieder ein bisschen Sonne tanken. Es ist so gesund für dein Gemüt, für deinen Geist, aber auch für deinen Körper. Mach's gut. Tschüss.